So, als Dritter steigt in den Ring. Schwergewicht, immer noch Kategorie Schwergewicht. Ein Mann, der für seine politische Karriere, oder soll ich sagen, seinen politischen Wandel einen hohen Preis bezahlt hat. Er ist bekannt als einer, der vom extrem linken ins extrem rechte Lager, konvertiert sei. Ich würde sagen, so wie ich ihn kennengelernt habe, er ist nicht von links nach rechts, sondern von hinten nach vorn, durchbruchsgewaltig konvertiert. Von hinten nach vorn. Und ich sage das, ja, ich sage das aus dem Grund, weil ich denke, er ist derselbe geblieben, seine Herzensgesinnung. Er kämpft in aufrichtigster Weise für Gerechtigkeit. Und das ist halt so, links, rechts, das gibt's in diesem Sinne gar nicht. Linke haben super Ideen, Rechte haben super Ideen, aber nicht alle haben dasselbe Herz. Und ich sehe hier einen Mann, der ein Herz hat, das mich einfach sehr beeindruckt. Und dieser Mann hat heute noch, wie damals, so wie ich das einschätze, seine Zielgruppe ist immer noch der Mensch. Oder besser gesagt, das Volk. Noch genauer gesagt, das vereinte Volk. So kenne ich ihn und wir dürfen heute zum zweiten Mal in unserer Mitte begrüßen Jürgen Elsässer. Wer der Mann genau ist, für die Neuen, seht ihr wieder auf der Leinwand. Jürgen Elsässer. Jürgen Elsässer wurde 1953 geboren und kann auf eine gewaltige journalistische Laufbahn zurückblicken. In 25 Jahren schrieb er etwa 30 Bücher, die in vielen Sprachen übersetzt wurden. Jürgen Elsässers Bücher und Vorträge behandeln geo- und wirtschaftspolitische Themen, insbesondere die deutschen Interessen. Er ist ausgewiesener Kenner der Geheimdienste. 2005 arbeitete Jürgen Elsässer für die Linksfraktion des BND-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages. Er war mehrere Jahre Redaktor des Hamburger Magazins Konkret und der Tageszeitung Junge Welt. Elsässer schrieb regelmäßig für das Kursbuch und die Jüdische Allgemeine Wochenzeitung. Seit 2009 ist er Herausgeber der Buchreihe Kompakt. Seit 2010 Chefredakteur des Magazin Kompakt. Jürgen Elsässer spricht heute für Sie zum Thema Die Flut. So wird Deutschland abgeschafft. Herzlich willkommen. Alles Gute beim Referat, wir hören. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer gerne in der Schweiz, einem freien Staat innerhalb eines unfreien Imperiums. Und wir alle werden noch einmal froh sein, wenn die Schweiz diese Unabhängigkeit sich bewahrt, damit wir eine Zuflucht haben, wenn es immer schlimmer wird. Mein Name ist Jürgen Elsässer und meine Zielgruppe ist das Volk. Und weil ich ein Deutscher bin, ist die Zielgruppe natürlich das deutsche Volk. Und mein Gegner ist die deutsche Regierung, weil das ist eine antideutsche Regierung. Und mein Vortrag wird nicht so elaboriert sein wie der meiner Vorredner. Denn ich stehe zu sehr unter Strom und unter Dampf bei all dem, was im Augenblick in Deutschland passiert. Und wie man das Jahr 2015 bilanzieren kann, wir haben wirklich die kriminellste Regierung auf der ganzen Welt. Natürlich, die meisten Regierungen auf der Welt sind kriminell. Aber die Kriminalität und die verbrecherische Energie anderer Regierungen richtet sich nach außen gegen andere Völker. Etwa wenn wir die US-Politik oder die saudische Politik oder die israelische Politik oder die türkische Politik anschauen. Aber die kriminelle Energie der deutschen Regierung richtet sich gegen das eigene Volk. Applaus
Als ich letztes Jahr hier sprach, ging es um den Krieg gegen Russland. Und man musste sich Sorgen machen um die Aggressivität, die gegen Russland entwickelt wird. Aber jetzt stehe ich hier und wir sind in Sorge, in derselben Sorge um Deutschland. Weil es wird ein Krieg geführt gegen Deutschland. Zwar nicht mittels von Bomben und Raketen der NATO, aber nicht weniger wirksam durch sogenannte friedliche Invasionsströme, die sich 100.000 Mann stark über die Balkanroute auf unsere Grenzen zuwälzen. Und alles, was dazwischen ist an Grenzbefestigungen, Slowenien, Kroatien und Österreich, wird niedergetrampelt, bis diese Leute bei uns ankommen. Und es kommen 10.000 Menschen am Tag. Das muss man sich vorstellen. Die USA haben seit 2011, seit die syrische Krise begann, haben die USA 11.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Nach Deutschland kommen 10.000 sogenannte Flüchtlinge am Tag. Und im November war der schlimmste Monat. Das heißt, alle Prognosen, dass es abnimmt, sind Makulatur. Das hört nicht auf. Das wird auch Ende des Jahres nicht aufhören, wenn wir die 2-Millionen-Grenze erreicht haben. Und das ist wirklich eine dramatische Situation. Wir können nicht mehr so weiter diskutieren, wie wir bisher weiter diskutiert haben, sondern wir stehen in einem unmittelbaren Existenzkampf in Deutschland. Ihr Schweizer, sind doch Schweizer hier, oder? Ihr Schweizer könnt euch das gar nicht richtig vorstellen. Als wir gestern hier in der Umgegend übernachtet haben bei Ivo, habe ich gedacht, das ist ja wie im Märchen. Das ist ja intakte, heile Welt. Ich weiß, ihr habt in der Schweiz auch ein paar Probleme. Und die Hälfte eurer Politiker sind ja auch gekauft. Aber was in Deutschland sich abspielt, ist ein Hexensabbat. Die wollen tatsächlich diesen verdammten arabischen Frühling nach Deutschland exportieren. Und dann kriegen wir arabische Frühlingszustände im deutschen Winter. Das könnt ihr euch in der Schweiz gar nicht vorstellen. Und deswegen in dieser dramatischen Situation müssen wir konkreter diskutieren. Den Katalog, den Christoph Hörstel vorgestellt hat, das war ja alles richtig. Aber wir sind in dieser Zuspitzung nicht in der Lage, alle Probleme gleichzeitig anzupacken. Wir können nicht sagen, raus aus dem Euro, raus aus der NATO, die Syrien-Krise lösen, das Zinsgeldsystem abschaffen, das Papiergeldsystem reformieren. Das packen wir gar nicht mit den wenigen Kräften, die wir auf die Straße bringen können. Wir müssen uns meiner Ansicht nach, ich rede nicht über andere Länder, ich rede über Deutschland, wir müssen uns in Deutschland im Augenblick auf eine Frage konzentrieren, auf eine Forderung konzentrieren, auf eine minimale, die nichts Grundsätzliches am System ändert, aber die unser Überleben wenigstens sichern kann als deutsches Volk. Und diese Forderung heißt sofortige Schließung der Grenzen. Da darf keiner mehr rüberkommen. Es muss gemacht werden wie in Ungarn, da muss ein Zaun gebaut werden, da müssen Polizeikräfte an die Grenze und da muss zur Not auch die Bundeswehr an die Grenze. Es geht nicht, dass die Bundeswehr völkerrechtswidrig nach Syrien geschickt wird, wo wir sie daheim brauchen könnten. Daheim muss die eingesetzt werden zur Landesverteidigung im Sinne des Patriotismus und nicht des Imperialismus. Und wir müssen unseren Widerstand konzentrieren auf den schwächsten Punkt im Machtapparat. Und der schwächste Punkt im Machtapparat ist Angela Merkel. Und deswegen haben wir in unserer neuen Kompaktausgabe die Schlagzeile Merkel verhaften. Der Sturz des Merkel-Regimes ist die Conditio sine qua non, dass Deutschland als Staat und wir als Volk die nächsten 2-3 Jahre überleben. Wir waren sowieso
innerhalb der EU, innerhalb der NATO in einem krisenhaften Prozess, aber das hätte vielleicht 20 oder 30 Jahre gedauert. Aber die Massivität der Invasion jetzt wird den Prozess verkürzen auf 2 bis 3 Jahre, wenn wir das Merkel-Regime nicht stürzen und die Frau selbst, wir wollen keine Rache, wir wollen Recht, sie nicht nach Recht und Gesetz hinter Gittern bringt, sodass Demokratie überhaupt erst wieder möglich wird. Ich meine, mit der Frau ist ja, ich war noch nie für die Merkel. Muss man dazu sagen. Aber alles, was sie bisher schlecht gemacht hat, Euro-Rettungspakete, ESM, neuer kalter Krieg gegen Russland, TTIP-Verhandlungen, all das wäre ja bei anderen politischen Mehrheitsverhältnissen wieder revidierbar zu machen. Aber wenn jetzt der demokratische Souverän, das Volk, ausgetauscht wird, dann ist finito. Dann können wir nichts mehr revidieren. Ihr glaubt doch nicht, dass wir mit 10, 15 Millionen Zuwanderern aus dem Euro austreten könnten. Die sind doch froh, dass sie den Euro von unserem Staat hinten und vorne reingeschoben bekommen. Die sind nicht gegen den Euro. Da werden wir nie was ändern, wenn sich das Volk abschaffen lässt. Also ich war noch nie für die Merkel, aber was verschärfend hinzukommt, dass sie seit Sommer ungefähr sich nochmal irgendwie geändert hat. Ja, ich habe in meinem Artikel in der Kompaktausgabe den Titel gewählt, die manchurische Kanzlerin. Das erinnert an den Kinofilm Der manchurische Kandidat, den vielleicht der eine oder andere von Ihnen gesehen hat, wo ein Präsidentschaftsbewerber, der kriegt einige Zeit vor der Wahl einen Chip eingepflanzt. Und sobald er an der Macht ist, wird der Chip aktiviert und er betreibt eine völlig andere Politik. Nämlich die Politik seiner Auftraggeber. Und den Eindruck hat man bei der Merkel auch. Nicht, dass ich das behaupten wollte, aber sie hat eine sehr seltsame Persönlichkeitsveränderung seit dem Sommer ungefähr durchlaufen. Zum Beispiel vorher war ihr Regierungsstil relativ weich. Sie war so schwammig. Und dadurch war sie in der Lage, alle möglichen Stimmungen aus dem Volk aufzugreifen. Und sie hat sich immer so ein bisschen opportunistisch verhalten. Seit dem Sommer aber ist sie knallhart. Sie ist eine harte Kanzlerin und sie setzt den Kurs in der Asylfrage gegen alle Widerstände durch. Auch in der eigenen Partei. Selbst jemand, der nur so am Rande mal was Kontra sagt wie Schäuble oder wie de Maizière, beißt sie weg. Seehofer sowieso. Zu Seehofer hat sie ja gesagt, wenn Sie das wirklich meinen, dann ist es nicht mehr mein Land. Oder auch den Ausschnitt, den wir vorher von Michael Vogt gesehen haben, wo sie da in der Kirche gegen diese harmlose Fragestellerin praktisch Amok gelaufen ist. Hat man den Eindruck, sie hat eine Art von Persönlichkeitsveränderung durchgezogen und spielt jetzt die Basta-Kanzlerin, so wie früher Schröder, oder so wie Maggie Thatcher, die eiserne Premierministerin. Nur, dass inhaltlich natürlich Maggie Thatcher für das Gegenteil stand. Denn Maggie Thatcher hat immer gesagt, die beste Garantie für gute Nachbarschaft ist ein stabiler Zaun. Man fühlt sich auf eine unheimliche Art an die Anfangsjahre des NS-Regimes erinnert. Ich erinnere an den NS-Staatstheoretiker Carl Schmitt, der gesagt hat, rechtfertigend für die Hitlerpolitik, der Führer schützt das Recht. Damit meinte Carl Schmitt, dass in einer bestimmten verfassungsmäßigen Krise die Gewaltenteilung aufgehoben ist und der Führer selbst das Recht setzt. Genauso handelt Angela Merkel seit dem Sommer, indem sie sich über Recht und Gesetz und Grundgesetz, was ja seinerseits nur eine Schrumpfform von Verfassung ist, darüber setzt sie sich hinweg und sie definiert selbst, was rechtens sei.
Also handelt im Grunde, als sei sie im Führerbunker oder auf dem Obersalzberg. Ganz besonders typisch die Abschaffung der Grenzkontrollen. Die Grenzkontrollen wurden abgeschafft am 4. September dieses Jahres. Das wird einst als der Schicksalstag Deutschlands oder als einer der Schicksalstage Deutschlands in die Geschichte eingehen. Diese Entscheidung, wo ein Kernbereich staatlicher Souveränität, nämlich die Kontrolle über das eigene Territorium, preisgegeben wird, hat sie mit niemand besprochen. Es gab keinen Bundestagsbeschluss dazu. Es wurde nicht in den Ausschüssen debattiert. Es wurde nicht im Kabinett diskutiert. Es wurde nicht mit den Sicherheitsbehörden diskutiert. Sie hat es noch nicht einmal mit den Spitzen der Koalitionspartner wie Gabriel oder Seehofer diskutiert. Sie hat es einzig und allein am späten Abend des 4. September diskutiert mit dem österreichischen Bundeskanzler Faymann, der gerade zufällig in Berlin zu Besuch war. Also das muss man sich überlegen. Eine Kanzlerin, die auf dem Ticket einer christdemokratischen Union an die Spitzenposition in der Bundesrepublik gekommen ist, die berät sich mit niemand, geschweige denn, dass sie sich durch Beschlüsse legitimieren lässt, sondern ihr einziges Gegenüber, mit dem sie spricht, ist ein Sozi aus Österreich. Also eine völlig eigenwillige Politik, die abgehoben ist von allen Institutionen. Die Gesetze, die gebrochen werden, sind zum einen das Grundgesetz, der Asylartikel 16.2. Im Asylartikel 16.2 steht explizit drin, alle Asylbewerber, die aus sicheren Drittstaaten kommen, das heißt über die Landesgrenzen, weil wir werden von sicheren Drittstaaten umgeben. Alle diese Asylbewerber haben keinen Asylanspruch und müssen im grenznahen Bereich abgewiesen werden. Dieser Passus ist außer Kraft gesetzt durch Merkels einsamen Beschluss. Und sie bricht auch das Aufenthaltsgesetz Artikel 95 und 96, wo die illegale Einreise und die Beihilfe zur illegalen Einreise, sogenanntes Schleppertum, unter Strafe steht. Wir hatten vor kurzem Prozesse gegen serbische Schlepper in Bayern. Da wurden sehr milde Strafen ausgesprochen, nur Bewährungsstrafen, was es vorher nie gab, weil es war vorher ein schweres Verbrechen, weil die Richter argumentiert haben, wir können den Schlepper gar nicht zu größeren Strafen verurteilen, weil ja offiziell die Regierung die entsprechenden Strafgesetzartikel sowieso nicht mehr befolgt. Das heißt, das Gesetz ist außer Kraft gesetzt, nicht durch Beschlüsse der Judikative oder des Bundesverfassungsgerichtes, sondern durch Beschlüsse der Exekutive oder jeweils der Frau an der Spitze der Exekutive. Das ist normalerweise ein Kennzeichen einer diktatorischen Macht. Wir werden, und jetzt zitiere ich den langjährigen SPD-Bürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowski, wir werden bis zum Jahre 2020 20 Millionen Neusiedler bekommen. Wir hatten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor kurzem schon den Essay eines Städteplaners, der gesagt hat, wir bauen jetzt neue Städte für die Zuwanderer. Und eine dieser neuen Städte soll heißen Neu-Aleppo. Im Zentrum von Neu-Aleppo wird natürlich eine Moschee gebaut. Und da frage ich mich, wie irre ist das? Wer Aleppo nach Europa holt, der holt Bürgerkrieg, Blut und Untergang nach Europa. Wie kann man das als städteplanerische Vision ausgeben? Das ist eine Untergangsvision. Zusätzlich zu diesem ganzen Bevölkerungsaustausch, über den ja auch Micha Vogt schon geredet hat, haben wir natürlich das Sicherheitsproblem. Wir können lang diskutieren über die Abläufe beim Pariser Terrorattentat. Für mich ist das Entscheidende, 3 der Terroristen kamen als Flüchtlinge über die Balkanroute. Das heißt,
diese Horrorvision, dass der Wegfall der Grenzkontrollen nicht nur ein demografisches oder soziologisches Problem darstellt im Sinne des Bevölkerungsaustausches, sondern auch ein unmittelbares Sicherheitsproblem und Terrorproblem mit sich bringt. Diese böse Prognose hat sich mit Paris bewahrheitet. Und für mich gibt es da eine persönliche Schuld von Angela Merkel. Denn im Frühjahr, ungefähr im März, hat der Islamische Staat in irgendeiner syrischen Stadt 3.800 Blankopresse-Pässe gestohlen. Und man muss ja natürlich befürchten, dass diese Blankopässe an die eigenen Leute ausgegeben wurden, um dann die in andere Staaten, zum Beispiel in die EU, einzuschmuggeln. Das Besondere ist aber, durch gute Buchführung der syrischen Behörden waren genau die Passnummern dieser gestohlenen Pässe bekannt. Und die Nummern dieser 3.800 gestohlenen Pässe wurden an Europol übermittelt. Darüber hat die Berliner Zeitung im Juni dieses Jahres berichtet. Im Juli dieses Jahres aber hat Merkel angekündigt, übrigens gleichzeitig zum Bau des Zauns in Ungarn, hat Merkel angekündigt, dass ab jetzt die Syrer unkontrolliert und ungecheckt bei uns Asyl erhalten. Das heißt, in dem Moment, wo man genau hätte rausfinden können, wer kommt mit einem der 3.800 gestohlenen Pässe? Genau in dem Moment hat sie die Kontrollen ausgesetzt. Das ist Komplizentum und Mithilfe beim Terrorismus und bei der Gefährdung der eigenen Bevölkerung. Natürlich spielt sich das Ganze in einem geostrategischen Kontext ab. Der geostrategische Kontext ist der Niedergang der angloamerikanischen Macht. Oder wenn man es ökonomisch ausdrücken will, wir haben die Spaltung der Welt zwischen kapitalistischen und sozialistischen Staaten nach dem Zusammenbruch des Sozialismus ersetzt durch eine Spaltung der Welt zwischen Produktionsstaaten und Spekulationsstaaten. Die angloamerikanischen Mächte sind die Spekulationsstaaten, denn sie produzieren mittlerweile weniger als 10% ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung mit Hilfe von Industrie und Handwerk. Große Teile Kontinentaleuropas, vor allem Deutschland, haben einen Anteil der Industrieproduktion noch immer über 25%. Und die BRICS-Staaten, also China, Russland, Indien vor allem, bei denen liegt der Anteil der Industrieproduktion noch höher. Das heißt, was die Angloamerikaner machen, ist Spekulation oder mit anderen Worten Papiergeldimperialismus. Aber Papiergeldimperialismus ohne stoffliche Basis ist auf lange Sicht nicht haltbar. Und deswegen verschieben sich die Kräfteverhältnisse in der Weltwirtschaft ständig zugunsten der BRICS-Staaten. Und auch wir als Deutsche, trotz unserer katastrophalen politischen Führung, machen ja zunehmend mehr Geschäfte mit China und bis zum Sanktionsregime auch mit Russland, weil dort unsere Exporte zwar auch mit Papiergeld, also Rubel oder Yuan, bezahlt werden, aber hinter dem Rubel steht ja der gewaltige russische Rohstoffreichtum. Während alles, was wir in die USA exportieren, wird nur mit Luft oder Konfetti bezahlt. Und deswegen geht der Trend automatisch auch in Kontinentaleuropa, auch in Deutschland, Richtung zu den BRICS-Staaten oder nach Osten. Und der Einfluss der angloamerikanischen Macht wird wirtschaftlich immer schwächer. Das ist ein Prozess, der ungefähr schon kurz vor dem 11. September begonnen hat. Und in dieser Situation der Schwäche verbindet sich
der angloamerikanische Imperialismus mit dem sunnitischen Extremismus. Das ist sozusagen ein Joint Venture. Ich bin also, anders als die Vorredner, nicht der Meinung, dass jede Form von islamischem Extremismus oder Terrorismus eine reine Fabrikation westlicher Geheimdienste ist. Sondern ich gehe hier von einem gewissen Verhältnis auf Augenhöhe aus, wo sich aggressive Kräfte des Finanzimperialismus und aggressive Kräfte aus der islamischen Sphäre verbündet haben. Natürlich war Osama bin Laden ein Helfershelfer der CIA, aber nicht, weil er gekauft wurde. Der war schon Millionär. Und nicht, weil ihn die Amerikaner irgendwie unter Druck gesetzt hätten. Und nicht, weil Osama bin Laden dumm gewesen wäre, sondern das war ein saudischer Millionärssohn, ein Wahhabit und Extremist reinsten Wassers. Und der hat sich aus eigenen ideologisch-extremistischen Interessen mit den Interessen der Amerikaner verbündet. Das bedeutet der Begriff Joint Venture. Was den Islam selber angeht, bin ich sehr wohl dafür, eine Unterscheidung zu machen. Deswegen spreche ich auch mit Bedacht von sunnitischem Extremismus. Andere Richtungen des Islam, vor allem die Schiiten oder die Aleviten oder die spirituellen Richtungen, sind nicht in dieser Form aggressiv und sind derzeit keine Gefahr für Europa. Sondern umgekehrt, sie sind selber Objekt dieser Aggressionsstrategie, die der Finanzimperialismus gemeinsam mit dem sunnitischen Extremismus vorantreibt. Man muss aber ganz klar sagen, für uns in Europa besteht die riesengroße Gefahr der Islamisierung. Obwohl nicht der Islam insgesamt diese Islamisierung vorantreibt, ich habe gesagt, die Schiiten, die Aleviten, die spirituellen Richtungen sind nicht so, aber Fakt ist, der sunnitische Extremismus, der Salafismus, der Wahhabismus, unterstützt auch durch Erdogan, unterstützt durch die Saudis, die wollen die Islamisierung Europas, die Übernahme Europas durch ihre aggressive Strategie. Und den Amerikanern und Briten und der Wall Street und der City of London passt es in Gram, weil durch die Unterjochung Kontinentaleuropas fällt die Brücke nach Russland weg und die amerikanische Macht kann sich durch diese salafistisch-wahhabistisch-sunnitischen Hilfstruppen besser halten, als wenn sich die Brücke Paris-Berlin-Moskau herstellt. Ich bin also unbedingt dafür, nicht nur über den Imperialismus und die westlichen Geheimdienste und das Geldsystem zu reden, sondern ganz konkret auch die Abwehrkräfte in unserem Land und auf dem ganzen Kontinent gegen die Islamisierungsstrategie zu unterstützen. Ich halte nichts von dem Schlagwort Krieg der Zivilisationen oder Krieg der Kulturen. Das geht ja zurück auf das Buch von Samuel Huntington, Clash of Civilizations. Vielerorts wird behauptet, das Ziel der Hochfinanz sei der Zusammenprall der Kulturen. Ich halte das für eine falsche Einschätzung. Das Ziel der Hochfinanz ist die Verschmelzung der Kulturen und die Schaffung einer One World über die Auslöschung aller Unterschiede. Die wollen nicht den Clash, die wollen die Verschmelzung. Und ich habe den Eindruck, bestimmte Ideologen, vor allem auf der Linken und bei den Islamverstehern, benutzen die Warnung vor dem Kampf der Kulturen in der Hinsicht, um Europas Verteidigungs- und Abwehrkräfte gegen den Islam zu schwächen. Das wäre ganz falsch.
Europa muss sich gegen diese Islamisierungsstrategien verteidigen. Ich will, dass Weihnachten Weihnachten bleibt, dass die Weihnachtsmärkte nicht Wintermärkte heißen, dass in den Schulen nicht Halal gegessen wird und unsere Kinder nicht von der wachsenden muslimischen Arroganz in Schulen und so weiter gedemütigt und bespuckt werden. Die schärfste Waffe zur Verdummung des Volkes in dieser sogenannten Flüchtlingskrise, was ja in Wirklichkeit eine gesteuerte Invasion ist, die schärfste Waffe der Gegenseite ist der Humanitätsschwindel. Was die an Bilder produzieren, um uns verrückt zu machen. Ich erinnere an den Jungen, diesen Aylan, den kleinen syrischen Jungen am Strand von Bodrum. Ein Foto kann die Welt verändern, hat die Bildzeitung geschrieben. Und aus diesem toten Flüchtlingsjungen den Schluss gezogen, dass unsere Hartherzigkeit in Europa, vor allem in Deutschland, Kinder tötet. Also immer wenn die Gegenseite in der Propaganda mit Kinder argumentiert, dann wissen wir, dass wir vorsichtig sein müssen. Ja, Sie erinnern sich an die Brotkasten-Story. Ja, da wollen Sie das Menschlichste in uns ansprechen, um uns weich zu machen. Das finde ich das Perfide, ja, dass sie an unsere menschliche Seite, wer kann da gleichgültig bleiben bei so einem Schicksal? Aber es wurde doch niemals dazu gesagt, dass das kein Flüchtlingsjunge war. Liebe Leute, diese Familie kommt zwar aus Kurdistan, aber die haben doch 3 Jahre lang in der Türkei gelebt, die Eltern haben dort gearbeitet, die hatten keine Gefahr mehr für Leib und Leben. Und dass der Vater mit seiner Familie auf Schlauchboot gegangen ist, hatte doch am Anfang nur einen Grund, dass der Vater sich seine Zähne in Europa oder Kanada richten lassen wollte. Das heißt, aus ureigensten persönlichen Interessen und nicht, weil er verfolgt wurde, hat er seine Familie in Lebensgefahr gebracht und seinen Sohn geopfert. Daran sind wir bitte schön nicht schuld. Und Sie sollen aufhören, diese Kinderschicksale gegen uns zu instrumentalisieren. Michael hat da schon einiges dazu gesagt, dass sich das mitnichten um Flüchtlinge handelt. Ich will es noch mal an einem Beispiel sehr deutlich machen. Wir hatten ungefähr bis zum Juli 43% der Asylbewerber, die nach Deutschland kamen, waren Leute aus dem Westbalkan. Eins ist eh klar, auf dem Westbalkan gibt es keine politische Verfolgung mehr. Es gibt keinen Krieg und keinen Bürgerkrieg mehr, seit ungefähr dem Jahr 2001. Also Fluchtgründe gibt es nicht mehr, sondern das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge. Aber was erschärfend hinzukommt, wenn gesagt wird Westbalkan, dann denken wir an viele verschiedene Staaten, also Serbien, Mazedonien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Albanien und das Kosovo. Der Ausdruck verschleiert aber, dass es sich bei diesen Flüchtlingen aus dem Westbalkan fast vollständig nur um Albaner handelt, die auf die verschiedenen Länder verteilt sind. Das sind keine anderen. Da flieht doch kein Serbe oder kein Mazedonier oder auch kein Montenegriner. Das sind alles Albaner. Und bei Albanern, muss ich Ihnen sagen, habe ich Ressentiments. Bei Albaner sind nicht die Opfer der NATO, sondern das waren die Komplizen und die Antreiber der NATO bei der Zerschlagung von Jugoslawien. Das sind die Letzten, die mein Mitleid haben. 1999, der Krieg der NATO, wurde geführt auf Bitten der Kosovo-Albaner. Es gibt keinen einzigen albanischen Politiker, der sich gegen die NATO-Aggression verwehrt hätte, sondern alle haben sie bejubelt und begrüßt.
Das war der Völkerrechtswidrigkeit der NATO. Und dann hat die NATO und wiederum gegen das Völkerrecht den Kosovo-Albanern dann auch noch das Kosovo als eigenen Staat geschenkt, sodass die Albaner mittlerweile zwei Staaten haben, nämlich Albanien selbst und das Kosovo. Das hat aber den Albanern auch nichts gebracht. Kosovo ist ja bis heute immer noch eine Mafia-Republik wie von Anfang an. Die bringen ja nichts zustande da. Und jetzt wollen sie auch noch zu uns kommen, nachdem sie schon zwei Staaten haben und unseren Staat auch noch ein Stück davon haben. Und da sage ich, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Die muss man sofort zurückschicken. Das sind Kriegsgewinnler. Nachdem Merkel gesagt hat, wir nehmen alle Syrer, das war ungefähr im Juli, wurden natürlich aus allen möglichen Syrer. Also die Zahl der Albaner ist dann runtergegangen, hatten wir mehr Syrer. Falsche Pässe sind kursiert. Jetzt muss ich auch mal zu den Syrern was sagen. Da gibt es arme Leute. Da gibt es wirkliche Opfer von Not und Vertreibung. Aber wieso helfen wir den Leuten nicht da unten? Wir zahlen hier für Asylbewerber in Deutschland 360 Euro im Monat. Wenn wir das Geld da unten investieren würden, könnte man nicht einen, sondern fünf oder sechs dafür bezahlen, ein gutes Leben. Aber das will man nicht tun, weil man Sanktionen gegen Syrien gemacht hat. Das ist das Verbrechen. Aufhebung der Sanktionen, Hilfe vor Ort, damit wird man den Leuten was Gutes tun. Was mir bei dieser ganzen Humanitätsschwindelei auffällt, ist, was ist eigentlich mit dem schönen Satz aus der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Es heißt ja nicht, liebe den Fremden wie dich selbst. Es heißt auch nicht, liebe die ganze Welt wie dich selbst. Sondern es heißt ausgesprochen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es hat ja auch einen Grund, weil Liebe als tiefes seelisches Gefühl kann nur entwickelt werden zu Personen, die man wirklich intim kennt. Wer aber behauptet, er wolle die ganze Welt lieben, immer wenn das behauptet wurde, hat es in grausamen Menschheitsexperimenten geendet, egal ob von rechts oder von links. Weil dann immer über das konkrete Einzelschicksal hinweggegangen wird. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber auch Barmherzigkeit als die Begrifflichkeit, die dann wirklich im breiteren Sinne gilt, sind zwei Stützpfeiler unserer Ethik. Aber was mir im Augenblick auffällt, vor allem in der deutschen Diskussion, diese humanitären Gefühle gelten nicht für die eigenen. Haben wir selber eigentlich keine Armen? Wie kann das kommen, dass Asylbewerber, die betrügerisch unter Fälschung ihrer Herkunft, Fälschung ihrer Pässe, Fälschung der Angaben, dass sie aus sicheren Drittländern kommen, wie kann es kommen, dass Asylbewerber, die betrügerisch sich Leistungen des deutschen Staates erschleichen, 360 Euro im Monat, von den deutschen Medien in Schutz genommen werden und jeder, der das kritisiert, ist ein Nazi. Und gleichzeitig hängen sie unseren eigenen Hartz-IV-Beziehern, die vielleicht auch mal falsche Angaben machen, sofort die Schelle um: Sozialschmarotzer. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass fremde Arme von unserem Staat Container, Hotels, Unterkünfte gebaut bekommen, die den eigenen Armen und Obdachlosen verschlossen sind? Wie kann das sein, dass einige Bundesländer den jetzt herkommenden, unkontrollierten Asylforderern, muss man sagen, nicht Bewerbern, Asylforderern,
dass die denen das Geld auf 3 Monate im Voraus Cash auszahlen und unsere eigenen Hartz-IV-Bewerber, wenn die mal nicht beim Amt antanzen alle 14 Tage, dann kriegen sie was alles gestrichen. Wie kann das sein? Das ist eine Schande. Und dann diese Universitätsschranzen, die uns weismachen wollen, Deutschland bräuchte die Zuwanderung aus demografischen Problemen, weil wir sonst mit dem Rentensystem oder mit dem Sozialsystem Schwierigkeiten kriegen. Wer soll das finanzieren? Mal davon abgesehen, dass diese Zuwanderung nicht unser Rentensystem finanzieren wird, sondern es wird ja umgekehrt laufen. Unsere Rentner werden die Zuwanderung finanzieren müssen. So wird es gehen, ja? Aber mal davon abgesehen, wir reden jetzt nur demografisch. Hätten wir denn demografische Probleme von wegen zu wenig Kinder, wenn die Willkommenskultur, die jetzt gegenüber den Flüchtlingen praktiziert wird, gegenüber den eigenen Kindern und Familien praktiziert würde? Wie würde es aussehen, wenn es für jedes Neugeborene einen Mietzuschuss wie bei den Asylanten von 25 Euro am Tag gibt? Wie würde es aussehen, wenn unsere Kleinen, wie die Asylbewerber an vielen Orten, freien Schwimmbadbesuch, freie Nahverkehrsmittel, ja, so freie Fahrt mit dem ICE hätten? Glaubt ihr wirklich, dass dann wir immer noch ein Problem mit zu wenig Nachwuchs hätten, wenn wir unser eigenes Volk, unsere eigenen Familien und unsere eigenen Kinder in dem Maße unterstützen würden, auch finanziell, wie das jetzt mit den Zugewanderten passiert? Glaubt ihr das wirklich? Ich glaub's nicht. Wir haben wirklich eine dramatische Situation und die Frage ist, wer kann das ändern? Wer kann das kurzfristig ändern? Ich bin beinahe jede Woche auf einer Konferenz. Die Konferenzen sind immer nicht immer so gut besucht wie hier, aber natürlich auch immer sehr gut besucht und in diesen Zeiten immer besser besucht. Aber was können wir kurzfristig tun außer Konferenzen? Dazu habe ich mir einige Gedanken gemacht und in meinem Editorial der aktuellen Ausgabe einen offenen Brief geschrieben an die Soldaten der Bundeswehr. Den möchte ich jetzt mal kurz vorlesen. Soldaten der Bundeswehr, bei eurem Gelöbnis habt ihr geschworen: Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe. Im Unterschied zur Wehrmacht im Dritten Reich seid ihr nicht auf eine Person an der Spitze des Staates vereidigt, damals Adolf Hitler, aktuell Angela Merkel, sondern auf das Volk insgesamt und die freiheitliche Ordnung, in der es lebt. Das heißt, in einer Situation, wo von der Staatsspitze selbst Gefahr für dieses Volk und seine Freiheit ausgeht, seid ihr nicht mehr an Befehle dieser Staatsspitze gebunden. Diese Situation ist eingetreten. Über alle fatalen Entscheidungen der Bundesregierung in den letzten Jahren, etwa die sogenannte Euro-Rettung und die neue Frontstellung gegenüber Russland, konnte man unterschiedlicher Meinung sein. Jedenfalls haben diese Entscheidungen Deutschland nicht unmittelbar bedroht. Sie wären im Falle einer politischen Bewusstwerdung noch korrigierbar. In der aktuellen Lage jedoch droht akute Gefahr für das Volk und den Staat, denen ihr Treue geschworen habt. Mit der Entscheidung der Bundeskanzlerin zur bedingungslosen Öffnung unserer Grenzen wurde die Existenz beider aufs Spiel gesetzt.
Der Zustrom von Millionen Fremden ist nicht verkraftbar. Frau Merkel ist auch nicht gewillt, ihre Politik zu korrigieren. Selbst die von der CSU geforderten Transitzonen wurden abgelehnt. Der Massenzustrom hält unvermindert an. Im ganzen Land herrscht Chaos. Zurückgewiesen wird ohne dies niemand, aber selbst die bloße Registrierung der Neuankömmlinge ist unvollständig. Die Polizei hat keinen Überblick, wie viele Verbrecher oder Terroristen in der Flut untergetaucht sind. Im Umkreis der Asylheime wächst die Kriminalität. Viele Straftaten werden nicht verfolgt. Über 300.000 der sogenannten Flüchtlinge haben sich der Zuweisung in Unterkünfte entzogen und vagabundieren im Land umher. Meist Männer im wehrfähigen Alter mit Kampferfahrung. Das heißt, wir befinden uns bereits im Notstand. Die Bundesregierung hat die Kontrolle verloren oder besser gesagt absichtlich aus der Hand gegeben. Auch die ansonsten regierungsfreundliche Frankfurter Allgemeine Zeitung stellte dazu in einem Leitartikel fest, ich zitiere, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden, deren Auswirkungen nicht beherrschbar sind, so stellt sich deshalb die Frage, ob eine Regierung dazu legitimiert ist. Mit Recht hat das Bundesverfassungsgericht im Zuge der europäischen Einigung hervorgehoben, dass Deutschland sich unter diesem Grundgesetz nicht als Staat auflösen darf. Keine Bundesregierung ist dazu befugt, die staatliche Ordnung aus den Angeln zu heben. Ende des Zitats FAZ. Genau das aber passiert. Die Bundeskanzlerin hebt mit Unterstützung des Linksblocks die staatliche Ordnung aus den Angeln und löst damit den Staat als solchen auf. Damit hat sie ihre Legitimität verloren. In dieser Situation kommt es auf euch an, Soldaten der Bundeswehr. Erfüllt euren Schwur, schützt das deutsche Volk und das Grundgesetz. Individuelle Befehlsverweigerung ist zwar sinnlos, aber möglich ist die Diskussion in der Truppe, auch mit den Offizieren, was im Ernstfall zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung notwendig wäre. Sucht den Kontakt zu den verfassungstreuen Kräften, die es selbst in der Großen Koalition noch gibt, und zu den Sprechern der Volksopposition, die in immer größerer Zahl auf die Straße drängt. Falls Merkel gestürzt wird, müsst ihr den inneren Frieden und die äußeren Grenzen schützen und so den Übergang zu einer neuen Regierung garantieren. Manche Leute haben mir jetzt vorgeworfen, dass dieser Ansatz zu sehr auf Merkel konzentriert ist. Und die sagen dann ja, Merkel ist weg und wer kommt dann? Wird's ja auch nicht besser. Aber ich setze auf die Dynamik eines solchen Vorgangs. Das Problem ist doch, in Deutschland ist noch nie ein Kanzler durch eine Bewegung aus dem Volk gestürzt worden. Das heißt, so ein Vorgang würde dem Volk ein solches psychologisches Machtbewusstsein geben, dass dann auch noch mehr drin liegt. Ähnlich wie Ende 89 in der DDR. Natürlich, Egon Krenz war nicht arg viel besser als Erich Honecker. Aber weil das Volk schon unterwegs war und schon gemerkt hat, wir können eine Veränderung erzwingen, wir haben Honecker gestürzt, haben sie kurz darauf auch Egon Krenz gestürzt. Und dann kam eine Kaskade in Gang, die erstmal nicht mehr zu stoppen war. Und deswegen denke ich, dass wir uns erstmal auf diesen Punkt konzentrieren müssen. Jetzt weiß ich natürlich auch, wenn ich so einen Brief schreibe in der Zeitung, wird nicht gleich die Bundeswehr kehrt ummachen und meine Wünsche umsetzen. Aber wir haben doch in Deutschland einiges in Bewegung auf der Straße. Ich will das vor allem für die Schweizer mal verdeutlichen, weil die Medien transportieren das ja nicht. Wir haben in Ostdeutschland, namentlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, mittlerweile bestimmt 2 Dutzend Städte und Kleinstädte, wo Woche für Woche Tausende auf der Straße sind. Wir haben nicht nur Dresden, Pegida, wo in der Spitze 45.000, beim Jahrestag immerhin 35.000 unterwegs waren. Wir haben Erfurt mit 8.000 bis 10.000. Wir haben Halle, wir haben Magdeburg mit 2.000 bis 3.000. Wir haben einige kleinere Städte, wie zum Beispiel Plauen im Vogtland oder Freital oder Freiberg oder Altenburg, die Heimat des Kartspiels. Das sind alles Städte, die man im Ausland noch nie gehört hat. Das sind Woche für Woche oder wenigstens alle 14 Tage
3, 4, 5.000 Leute unterwegs. Also da gärt und brodelt es schon ziemlich. Und meine Strategie ist, unabhängig von dem, was sich vielleicht in der Bundeswehr tut, die Masse macht's. Wenn wir in der Lage sind, auf der Wiese vor dem Reichstag 500.000 Menschen hinzubringen, dann hat Angela Merkel fertig. Oder wenn wir wenigstens in der Lage sind, 5.000 Leute an die Grenzübergänge zu bringen, wodurch das Gros der Zuwanderung hereinströmt, namentlich Freilassing oder Passau, und die Grenze dicht machen und die Bundespolizei, vielleicht weil sie mein Editorial gelesen hat, so eine Blockade nicht gleich räumt. Das hätte Ausstrahlungskraft. In Deutschland ist es noch nicht so weit, aber, und da sage ich jetzt Ruhm und Ehre unseren österreichischen Nachbarn, in Österreich hat es eine hervorragende Aktion gegeben, letzten Sonnabend in Spielfeld in der Steiermark an der Grenze zu Slowenien. Da haben 1.000 Patrioten die Grenze für mehrere Stunden geschlossen. Und da sage ich, das ist der richtige Schritt. Wo der Staat nicht existent ist, muss der Bürger selbst handeln. Natürlich gewaltfrei, aber wir müssen in dieser dramatischen Situation auch bereit sein zum zivilen Ungehorsam. Opposition ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich sage, das, was mir nicht passt, das soll auch nicht passieren. Und wir müssen den Schritt von der Opposition zum Widerstand gehen. Das Problem ist die Zersplitterung der Kräfte. Weil wir haben zwar sehr viele Orte, aber die Orte fremdeln zum Teil miteinander. Der Ansatz von Pegida ist nicht überall beliebt. In Erfurt zum Beispiel ist die AfD sehr stark. Das gefällt Pegida nicht und so weiter. Ja, da gibt es verschiedene Friktionen oder Eifersüchteleien, die wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit überwunden werden. Ich werbe immer ganz stark dafür, dass diese elende Abgrenzeritis endlich aufhört. Wir können uns Abgrenzeritis gar nicht mehr leisten. Ich habe früher Abstand gehalten wegen der deutschen zugespitzten Political Correctness zur FPÖ oder zu Le Pen. Ich habe nie Abstand gehalten zur SVP, weil die SVP ist doch eine sehr mittige Partei. Ja, es ist auch in Deutschland schwieriger, sich die SVP zu verteufeln, obwohl es auch versucht wird. Aber ich habe immer Abstand gehalten zur FPÖ und zu Le Pen, weil man dafür in Deutschland geschlachtet werden kann. In dieser Situation, wo wir jetzt sind, hielt ich es für fatal, wenn ich diese Abgrenzung aufrechterhielte. Wir brauchen eine Koalition aller Widerstandskräfte und es muss auch die bösen Buben mit einbinden, sofern sie bereit sind, auf eine bürgerliche Sprachregelung und auf zivilen Gehorsam einzugehen. Aber die Spalterei muss Schluss, damit muss Schluss sein. Das sind ja jetzt alles Appelle. Was ich konkret mache, ist, ich versuche überall aufzutreten, wo es solche Kundgebungen gibt. Also ich war schon in verschiedenen Städten, wo es diese Legida oder Pegida Ansätze gab und habe gesprochen. Und was wir jetzt angeschoben haben, ist ein Vernetzungsversuch, der ganz niederschwellig daherkommt. Diese Initiative nennt sich 1%. 1%
rekurriert darauf, dass wir sagen, um eine wirkliche Veränderung durchzusetzen, braucht man nicht die Mehrheit der Bürger auf der Straße oder in Aktivität, sondern es genügt 1%. Also Greenpeace zum Beispiel hat ungefähr 800.000 Mitglieder, das entspricht etwa 1% der deutschen Bevölkerung. Und mit dieser Greenpeace-Struktur werden alle möglichen Umweltaktivitäten, die ich jetzt nicht bewerten will, aber sehr effektiv gefördert. Greenpeace ist eine sehr starke Organisation. Und wenn wir es schaffen könnten, ein Greenpeace für Deutschland, dieses 1%, nicht für ökologische, sondern für patriotische Selbstverteidigung, zu vernetzen und handlungsfähig zu machen, dann wäre sehr viel gewonnen. Und diese Initiative ist jetzt von unserer Zeitung, aber zunächst auch von Götz Kubitschek und der Zeitschrift Sezession und von Karl Albrecht Schachtschneider, dem Verfassungsrechtler. Wir haben das angeschoben und das ist seit einigen Wochen, seit zwei Wochen im Netz. Und wir sammeln vor allem Geld. Und das Geld strömt, wie bei Greenpeace, auch sehr reichlich. Was machen wir mit dem Geld? Ich habe gerade erzählt von der Aktion in Spielfeld, wo die Grenze dicht gemacht wurde. Ja, da waren 1000 Leute, haben die Grenze dicht gemacht. Natürlich war die Antifa auch da. Die waren zwar erheblich in der Unterzahl, was weiß ich, 100 Leute, aber die haben das gemacht, was sie immer machen, gewalttätig werden, randalieren, und die haben die Autos kaputt gemacht, der angereisten Grenzblockierer. Da wurden also 80 bis 100 Autos zerkratzt, Spiegel kaputt, Scheibe kaputt und so weiter. Ja. Und was wir jetzt gemacht haben von dieser 1%-Initiative, wir haben die Spendengelder genommen und haben 10.000 Euro an die Spielfelder gegeben, damit sie ihre Autos wieder reparieren können. Damit die Leute sehen, wir lassen niemand hängen. Und damit die Leute sehen, wenn jemand schon den Kopf hinhält, dann soll er eine Rückendeckung haben von denjenigen, die sich vielleicht im Augenblick noch nicht trauen, aber dann Geld geben. Um so sozusagen eine breite Rückabsicherung über 1% der Bevölkerung, 800.000 zu schaffen. Und dann hat man vielleicht 10.000 oder 20.000 Aktivisten, die solche Aktionen im ganzen Bundesgebiet oder an vielen Grenzen machen können. Ja, das ist der erste Schritt, der in diese Richtung geht, damit Sie sich vorstellen können, wie das ablaufen könnte. Also suchen Sie die Seite im Internet mal auf und da können Sie sich besser informieren. Ich wollte am Schluss noch ein bisschen Optimismus verbreiten, ja. Also wir haben sehr schwere Themen heute. Es ist auch tatsächlich eine zugespitzte Situation. Wir sind in dem Wettlauf mit der Zeit, weil, wie gesagt, es kommen jeden Tag 10.000 neue. Und der Widerstand in der Bevölkerung, der Unmut in der Bevölkerung wächst. Aber welche dieser zwei Elemente, welche dieser beiden Tendenzen ist stärker und welche ist schwächer? Ja, das wissen wir noch nicht. Und deswegen sind wir auch in einem gewissen Zeitdruck. Aber der riesige Vorteil ist, die Gegenseite, das Establishment, das Mägler-Regime, verliert ihre mächtige Medienwaffe. Die Medien lügen zu sehr und gehen deswegen den Bach runter. Und wir haben ganz aktuelle Informationen bekommen von einem Insider von der Bild-Zeitung. Einige Tage alt, wir haben es auf die Website gestellt. Demnach hat seit dem Amtsantritt vom Chefredakteur Kai Diekmann im Jahr 2001 die Auflage der Bild-Zeitung pro Tag von 4,2 Millionen auf 1,5 Millionen abgenommen. Die Verluste im Printbereich werden durch die Einnahmen im Online-Bereich bei weitem nicht kompensiert. Wenn der Trend, der dieses Jahr sich verschärft hat, und zwar deswegen, weil die Bild-Zeitung gegen ihre eigenen Leser in der Asylfrage anschreibt, also diese ganze Refugee-Welcome-Kampagne,
die ja vorher die Linksradikalen gemacht haben, die hat dann die Bild-Zeitung übernommen. Das ist natürlich dem normalen Bild-Zeitungsleser nicht vermittelbar. Deswegen kündigen die oder bleiben vom Kiosk weg in Scharen. Und wenn dieser Prozess so weitergeht, dann wird die Bild-Zeitung im nächsten Jahr, und ich rede jetzt nicht vom Umsatz, sondern ich rede vom Gewinn, 100 Millionen Euro weniger machen. Und der Trend ist so dramatisch, dass die Bild-Zeitung sogar schon die Weihnachtsfeier gestrichen hat. Als das Handelsblatt zuerst und wir dann nachgezogen aufgedeckt haben, haben sie natürlich gleich dementiert, nein, nein, wir machen die Weihnachtsfeier. Aber irgendwie wird da das Geld schon sehr, sehr eng. Und vielleicht machen sie noch eine Weihnachtsfeier, aber das wird dann, glaube ich, eher eine Butterbrot-Angelegenheit. Jedenfalls, wir haben diese ganzen Prozesse der Lügenmedien. Und warum die sich so unbeliebt haben, geworden sind, haben wir aufgeschrieben. Wir haben so ein Schwarzbuch Lügenpresse gemacht, wo wir selber kein einziges Wort kommentiert haben, sondern das ist nur eine Enzyklopädie im Originalton, was die Medien und Politiker in den letzten vor allem 10, 15 Jahren von sich gegeben hat. Weil man ja so vieles vergisst. Da wird das einfach alles nochmal zusammengetragen und die lügen wie gedruckt und wir haben gedruckt, wie sie lügen. Und weil diese Medienhoheit fürs Regime verloren geht, denke ich doch, dass wir eine reelle Chance haben, wenn wir in dieser Weise, wie es auch heute passiert ist, und mit eurem starken Netzwerk, wie ihr es überall aufgespannt habt, wenn wir das weiter in die Breite tragen und weiter um jeden Kollegen, Nachbarn, Freund, Familienmitglied kämpfen und diese Impulse in die Breite bringen und auf diese Weise sag ich, ja, wir schaffen das. Merkel muss weg. Wir sind das Volk und wir kommen wieder. Ich danke euch. Danke, danke Jürgen Elsässer für das Dasein, für diese gewaltige Rede. Moment, ich sage, ist das wieder? Ich sage, ist das wieder, was wir von unserer, wie sagt man, Staatsanwaltschaft? Ich wurde stark angegriffen. Damals war die Silvia Stolz hier und ich habe gesagt, sie hat den Mut einer Löwin. Und ihm sage ich jetzt, er hat den Mut eines Löwen. Aber die Menschen können das nicht auseinanderhalten. Die denken immer, Mut hat etwas mit dem Inhalt dessen zu tun, was man vertritt. Aber ich sage, ob jemand etwas Richtiges oder Falsches sagt, wenn er den Mut hat, Dinge zu sagen, die ihm Kopf und Kragen kosten, dann ist es ein Mutiger. Mutig wie ein Löwe, ja? Da beurteilen wir gar nicht die Inhalte, oder? Danke, danke.